Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dark and Bright. Ja. Erstmal die schlechte Nachricht vorweg. Ich habe das Bonuslevel nicht abschließen können. Ich weiß, also ich bin da ehrlich gesagt mit meinem Latein am Ende. Ich habe mich da überall genau umgesehen, jedes Grasbüschel umgehauen, aber ja gut, bis auf Krimskrams war da halt nichts. Ich war gefühlt an jeder Ecke. Ich habe auch auf alle Details geachtet und ich habe da immer einen Vogel gesehen, der rumgeflogen ist. Wir sollen ja quasi die Umgebung inspizieren. Dann habe ich mir gedacht, eventuell könnte ich dann den Vogel mit der Pixel kontrollieren, da, ne, mit ihrer Gedankenkontrolle. Ja, habe ich auch gemacht. Also ich habe es immer dann ausprobiert, wenn er quasi still saß, weil es gab da so ein paar Orte, wo der Vogel still saß und da habe ich dann versucht, damit ihr die Gedanken ja zu übertragen, beziehungsweise dass sie kurze Zeit durch die Augen des Vogels sieht. Hat aber nicht geklappt, weil der Vogel sah für mich eigentlich schwarz aus, deswegen habe ich gedacht, dass ich den kontrollieren kann und so könnte man dann vielleicht ja die Umgebung dann inspizieren eben, ne, besser als Vogel. Ja, aber wie gesagt, ich konnte den Vogel nicht kontrollieren und ich wüsste halt bei bestem Willen nicht, wie ich das sonst hätte hinbekommen sollen. Ne, weil ich habe ja so gemacht wie immer. Ich habe hier Shift gedrückt, dann quasi den Cursor auf den Vogel, wo er still stand, Enter gedrückt, wie man das so macht, aber es ist nichts passiert. Und deswegen, ja, können wir leider Gottes dieses Bonuslevel wohl nicht abschließen. Beziehungsweise erst gar nicht machen. Finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Ja, gut, aber kann man wohl leider Gottes auch nichts machen. Ja, ansonsten gehen wir jetzt zu Disco und so, ne? Ich habe aber extrem, also wirklich extremes Grinding hinter mir im Kolosseum. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Credits bekommen. Ich habe dann das erstmal so gemacht, dass ich dann quasi, kann ich ja ein bisschen zeigen, dass ich habe ich ja quasi schon auf die höchste Stufe gebracht, ne? Ja, mittlerweile haben wir 0 Quadratos, alles ausgegeben. Bis zum geht nicht mehr und ja, ich habe eben ja, die Quadratos auf das Maximum gebracht, wobei sich das meine Meinung jetzt vielleicht nicht ganz so gelohnt hat, weil nur die Quadratos, die man einsammelt, die werden multipliziert. Ansonsten die Belohnungen, die bleiben standardmäßig gleich, was die Anzahl der Quadratos angeht. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber gut, besser als nichts auf jeden Fall. Dann habe ich noch, wie man sieht, sehr viel gelevelt. Ne? Also Lebenskraft hier bei ihm ist schon auf Max und Schlagkraft ist auf Max bei ihm. Energie schwebe jeweils Level 5. Bei ihm ist die Schlagreichweite auch auf Max. Lebenskraft ist auf Max. Ja, also ich habe wirklich extremes Grinding. Ich habe jetzt, glaube ich, tatsächlich, ungelogen, ungefähr ein bis, ja, eineinhalb Monate nichts aufgenommen. Das ist jetzt quasi die erste Light and Bright-Aufnahme nach eineinhalb Monaten für mich. Für euch ist das wahrscheinlich kein Unterschied, weil ich ja sowieso immer meistens recht weit im Voraus aufnehme. Deswegen wird das wahrscheinlich direkt weitergehen für euch. Ohne Pause, aber ja, weil ich habe da wirklich extremes Grinding in der Arena hinter mir, deswegen konnte ich auch so viel leveln hier, ne, wie man sieht. Ja, hier Pixel habe ich alles komplett auf Maximum mittlerweile und ja, bei ihm fast alles außer Lebenskraft, also schon insgesamt alles ziemlich stark gelevelt. Ja, denn ich habe sehr viel gegrindet, vor allem, wie gesagt, im Kolosseum, in der Arena. Und alleine da gab es sehr viel, ja, Quadrados, ne, immer wieder. Also da kann man wirklich sehr viel grinden. Ich sag mal so, mir hat haben die Arena-Kämpfe an sich Spaß gemacht, zumal das ja auch eine sehr große Herausforderung für mich war. Dann habe ich tatsächlich auch erstmal auf Neuling die Arena geschafft. Das waren insgesamt 30 Ebenen. Und ja, auf Meister halt habe ich es tatsächlich dann auch geschafft. War teilweise zugegeben etwas mehr Glück als Verstand, aber ich habe auch lange dafür gebraucht, bis ich das endlich geschafft habe. Aber man sieht, ne, wir haben da doch schon jetzt wieder einiges hier. Kämpfer, Streber, also Kämpfer, ja, haben wir dann quasi die Arena komplett ja, abgeschlossen. Jetzt fehlen allerdings noch die Katakomben. Da bräuchte ich dann tatsächlich noch, also das habe ich noch nicht geschafft. ja gut, keine Ahnung, wie viele Ebenen es da gibt in den Katakomben, ne, aber ja. Auf jeden Fall haben wir dann doch schon insgesamt einiges geschafft. Ja, was ist das denn hier? Wow, sie haben eine Statue von uns errichtet. Not bad. Schönes Detail. So, und
Genau, wo ich dann das erste Mal die 30, also wo ich dann das erste Mal die Kampfarena geschafft habe, können wir jetzt das hier, dieses Meister gerade kaufen, keine Ahnung, was das bringt. Ah ja. Ah ja, gut, okay. Nee, dann können wir das doch noch nicht machen. Ja, weil wir haben jetzt, ich habe jetzt quasi alle Credits bis zum Gehtnichtmehr ausgegeben, ne, wie man gesehen hat. Joa, ansonsten. Ja, im Prinzip ist das alles, ne, dass ich. Es hat wirklich Spaß gemacht, finde ich, für mich in den Arenen, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nicht unbedingt jeden Spaß macht, weil es dann doch schon ziemlich grindlastig ist, ne, und bis man da so weit die alle geskillt hat. Aber gut, ich denke, wir sind relativ gut dabei. Ich habe sehr viel Zeit in die Arena investiert, wie man gesehen hat, anhand der Level-Skills und der Erfolge, die ich freigeschaltet habe. Ja, und die Arena haben wir im Prinzip auch schon komplett abgeschlossen, weil wir beide gerade abgeschlossen haben, sowohl Neuling als auch Meister, ne? Aber wahrscheinlich werde ich doch nochmal einmal die Arena versuchen. Einfach, ja, weil damit ihr vielleicht seht, ne, was da so alles passiert. Hätte ich natürlich schon vorher aufnehmen können, aber ich konnte ja nicht erahnen, dass ich gewinne. Ja, wahrscheinlich werde ich dann nochmal kommen, wenn wir ganz gut sind und wir wahrscheinlich wieder die Quadratas brauchen, weil ich finde, da kann man schon recht gut grinden in der Arena. Aber jetzt wird es erstmal wieder tatsächlich nach langer Zeit, ja gut für mich, nach langer Zeit für euch wahrscheinlich, ist das nur ein Wimpernschlag, beziehungsweise nur eine Woche vergangen, wie immer, wird es dann hier jetzt in der Disco weitergehen. In der Disco geht es heiß her. Oh ja, stehe ich drauf. Roskini soll hier Stammgast sein. Von daher wäre es eine gute Idee, hier Ausschau nach ihm zu halten. Oder, ich würde sagen, oder. Denn erstmal erkunden wir die Gegend. Das Partyviertel. Eigentlich meide ich solche Orte. Ich fühle mich hier unwohl. Hier sind viele Menschen unterwegs, die nach Abenteuern suchen. Ich habe da nie reingepasst. Tatsächlich bin ich in meinem Leben auch nie, nicht ein einziges Mal in der Disco gegangen und ich habe es erst recht auch jetzt nicht vor. ja, keine Ahnung, war halt tatsächlich nie meine Welt gewesen, muss ich sagen. Gut, die Gleichaltrigen von damals, vor allem in der Schulzeit, die haben mich dann für komischen Kauz gehalten, ne? Aber ja, weiß ich nicht, also. Ich würde ehrlich gesagt nicht auf die Idee kommen, jemanden als komischen Kauz zu bezeichnen, nur weil der nicht in eine Disco geht oder so. Ich kenne tatsächlich noch andere, die das so ähnlich sehen wie ich, dass das einfach nicht ihre Welt ist. Ich gehöre auch dazu. Mein Gott, jeder hat halt seine Vorlieben, jeder hat halt seine eigene Welt, seine eigenen Sachen, die er gerne macht. Und jemanden als komischen Kauz zu bezeichnen, nur weil er vielleicht nicht das mag, was man selbst mag, das finde ich dann auch ein bisschen fragwürdig, ehrlich gesagt. Hast du Krimskrams gesammelt? Ich habe gehört, dass es einen Kerl geben soll, der all möglichen Kram kauft. Ich frage mich, warum. Ja, das fragen wir uns alle. So, bevor ich erstmal den Amerikaner da wieder anspreche, erstmal den. Wusstest du schon, dass es exklusive Drinks in der VIP-Lounge gibt? Sie gelten als die koffeinhaltigsten Getränke weit und breit. Oh. Oho. Hello, my friends. We can ich euch helfen. Oh, stop. Wait, ich kann euch nicht helfen, weil ich selbst Hilfe brauche. Ich bin nämlich völlig ausgelastet hier. Ich fahre überall in die Gegend und mache unter anderem Notizen zu die menschliche Aufkommen in sehr beliebte Gegenden. Das heißt, es Augen aufhalten, aber ich kann meine Augen kaum mehr aufhalten. Das ist die Problem. Ich bin so müde, ich kann mich kaum konzentrieren. Das ist nicht gut, you know. Maybe du die gute Handsome ein erfrischendes Getränk bringen, ja? Irgendwas, was mich aufweckt und durchhalten lässt. Something powerful, yeah? Ja, sicher. Du hast diese Aufgabe angenommen. Achso, nee, stimmt, das redet, sagt er ja gar nicht. Das ist ja einfach nur eine Info. Oh. Hallo, my friends, ich bin echt müde. Ich brauche dringend eine Erfrischung. Könntet ihr einen netten Getränk für mich besorgen? Ja, das wird ja wohl kein Problem sein, eigentlich. Ja, dann können wir tatsächlich schon das Level betreten, würde ich sagen. Aber erst einmal, nachdem gespeichert wurde, so, betreten wir die Disco des Verderbens.
Also dann, wir sollten versuchen, irgendwas über Roskini herauszufinden. Vielleicht kennt ihr jemand, der oft hier ist oder hier arbeitet. Guten Tag, edler Herr. Hey, das Miss, das eben hier keinen Ärger macht. Bestimmt früher oder zu Steppe drin, kümmere ich mich. Von meiner Art und Weise. So, nicht meine Herrschaften. Du musst Eintritt bezahlen. Och nee, komm. Kann doch nie dein Ernst sein. Wen gibt's das hier? Och nee, ne? Och nö. Jetzt kann ich noch nicht mal das Level beenden. Ja, ich bin ein Drittel, okay. 0 Quadratus, so läuft das doch. Ja toll, da muss ich. Boah, ich mag das irgendwie nicht, dass man in der extra nochmal 3 dafür einzahlen muss. Keine Ahnung, da müssen wir ja tatsächlich nochmal irgendein Level machen. Das hier oder was? Weil, mein Gott, das ist irgendwie blöd, dass man dann noch nicht mal auszahlen kann. So, ist doch kacke. Genau. Ich kann das auch hier nochmal beweisen. Da ist der Vogel ja wieder, ne? Und dann kann ich mich ja gleich beweisen, wie das mit dem Vogel ist. Ja, aber jetzt wahrscheinlich noch nicht. Mann, ich hasse die Dinger. Jo. Achso, cool. Wir haben 0 Quadratus verloren. Finde ich klasse. Da ist der Vogel! Ne, jetzt ist er weg. Schade. So. Im Prinzip. Können wir jetzt auf den Vogel warten? Sollen wir schauen? Okay. Keine Ahnung, wie lange der immer braucht. Weil ich fand das schon ein bisschen verdächtig, dass hier so ein Vogel rumfliegt und der dann auch schwarz ist, ne? Also. Da ist er wieder. Naja, aber es klappt nicht, wie man sieht. Weil das war jetzt meine Idee, dass. Hä? Moment. Ich drücke neben den und dann klappt es doch. Also, wo ich den Cursor direkt auf den Vogel hatte, hat es nicht geklappt. Aber jetzt, wo ich es neben den Vogel hatte, hat es geklappt. WTF? Okay, wir haben die Umgebung jetzt lange aus der Sicht des Vogels beobachtet. Lass uns eine Kaderzeichnung für alles wiedergibt. Okay, das ist dann aber schon irgendwie ein bisschen buggy, ne? Dass der Vogel interessanterweise. Dass der Vogel interessanterweise reagiert, wenn man also den Cursor neben ihn ja, drückt und nicht direkt da bei ihm. Okay, pass auf. Nee. So. Werde jetzt nochmal ein paar Quadratus einsammeln und dann will ich das Level direkt so verlassen. Ich hoffe, das gilt dann auch als abgeschlossen der Nebenauftrag. Wenn nicht, dann müssen wir das tatsächlich nochmal ganz machen, das Level. Ja, komm, mach halt. Hauptsache, wir können ja gleich in die Disco. Ja, Abdruck wurde abgeschlossen. Gut, dass man das tatsächlich nicht ganz zu Ende machen muss, das Level. So, dann können wir jetzt tatsächlich doch den Auftrag abschließen. nein! Scheiße, Mann, ich bin so ein Idiot. Jetzt verliere ich wieder weitere Quadratus einfach, weil ich zu blöd war. Oh Mann, ey. Weil ich zu blöd war, die Gegend zu erkunden, sondern stattdessen dasselbe betreten habe. Naja, zumindest können wir dann tatsächlich das Bonus-Level machen. So.
Oh. So, wir sehen. Ja. Die Ansicht von oben, das nenne ich eine echt gute Map. Ihr seid nicht von schlecht Alter, das muss ich zugeben. Ich verrate euch ein geheime Gebiet. Vielen Dank. Und genau das werden wir uns hier so ansehen. Bonuslevel. Da bin ich aber schön, weil das fühlt sich für mich immer so falsch an, wenn ich da ja, etwas nicht ganz zu 100% abschließen, weil ich habe schon tatsächlich vor, das Spiel, also alles aus dem Spiel rauszuholen, was geht, alles 100%ig zu schaffen und so weiter und so fort, ne, und das fühlt sich dann immer ein bisschen, das würde sich ein bisschen unbefriedigender anfühlen, wenn ich da was, ja, nicht geschafft hätte. Alle Monster in halber Zeit anfangen, aber ich habe sie richtig verstanden. Eins, zwei... Oh, natürlich war es das noch nicht. Weißt du was? Hallo? Jetzt gib mal, jetzt nimm ihn. Was ist los mit dir? Aber jetzt sind zumindest ein bisschen Zeit rausgeholt. Nein. Es ist noch nicht vorbei. Oh ne. Die haben. Ich glaube, manche von denen haben so eine random Route. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Geschafft. Ich glaube, pro Bonuslevel, also je höher das Bonuslevel, desto höher wahrscheinlich auch die Belohnung, ne? 60 Quadrados, das ist eine beachtliche Anzahl. Oder eine magische Kröte, das ist ebenfalls sehr gut. Dann würde ich jetzt tatsächlich erstmal in die Biene gehen. Unseren Gewinn abholen. So, ne? Schön. Das mit den Minen aber finde ich übrigens auch sehr gut. Also ein cooles Feature. Ein sehr nützliches vor allem. So, wie viele Los Quadrados haben wir denn jetzt? Kann ich mal gucken? Na. So, 118. Können wir da eventuell noch jemanden mit irgendwas skillen? Nee, das können wir nicht, aber ich würde tatsächlich gerne dann jetzt dieses Meistergrad kaufen oder was das da war. Meistergrad. Oh, was sehe ich denn da? Ihr füllt tatsächlich alle Voraussetzungen, um das Meistergrad würdig zu sein. Ja, würde ich doch hoffen. Vielen Dank. Hier, was ich gerade verkaufe, ich nur denjenigen, die sich als würdig erwiesen haben und die Arena bezwungen haben. Es ist mein wertvollster Artikel. Mit ihm werden eure kämpferischen Fähigkeiten auf einem noch höheren Level befördert. Nun seid ihr wahrlich stark wie Herkules, mein Freund. Glückwunsch. Bumise tun nicht gut. Pixels und Klotzmann sind nun extrem stark.
Okay. Ja gut, kann man später ausprobieren. Hätte ich eigentlich vor der Arena gebraucht, aber man bekommt sie ja nur nach der Arena. Das ist das Problem. So gut. Was machen wir denn jetzt Schönes? Speichern. Und dann haben wir schon direkt das Geld auch.